Die Montagsmaler. Es spielen heute die Hornets. Christina Harrison. Lucy Neal. Jitta Walter. Linda G. Thompson. Gegen die Ringer. Willibald Liebgott. Martin Knoss. Adolf Seger. Wilfried Dietrich. Und zwei Kindermannschaften. Die Montagsmaler mit Sigi Harreis. Dankeschön. Ich begrüße Sie wieder mal ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe der Montagsmaler. Sie haben es gehört, wir haben heute, ich habe versucht, es ein bisschen zu assoziieren, Ringer und in der Zwischenzeit... In der Zwischenzeit haben bei mir Platz genommen die vier Damen, die in letzter Zeit durch ihren Titel Manneke berühmt geworden sind unter dem Namen die Hornets. Heute nicht singenderweise, sondern ganz privat. Lustig, wie man so auch aufgeregt sein kann, Linda, oder? Ich bin wahnsinnig aufgeregt. Aber, singen fällt mir viel leichter als malen. Mir fällt zum Beispiel schwer, zu euch Sie zu sagen, weil ich euch so lange kenne. Sagen ihr seid, du. Sagen wir du? Ja. Prima. Okay. Ich weiß, ihr habt alle miteinander in vielen berühmten, nennen wir es mal deutsch, Gemeinschaften gesungen. Ihr wart alle bei der Love Generation, ja, miteinander, ja, hintereinander. Mhm. Was bringt einen auf den Gedanken, Christina, eine Gruppe mit vier Weibern, sage ich jetzt mal, zu gründen? Denn das gibt es ja nicht so oft. Ja, erstens mal macht es viel mehr Spaß, im Satz zu singen. Und dann bei Im uns... Im Tonsatz, ja. Ja. Und bei uns, wir kannten uns ja eben, wir haben ja alle irgendwie schon mal zusammen gearbeitet. Und dann jetzt musikalisch gesehen, wenn man vorhat, eine Gruppe zu gründen, ist es ziemlich logisch, wenn eine Solistin vorne ist, dass dann hinten mit der Dreier-Gesangssatz stimmt. Mhm. Und einfach, man fühlt sich nicht so alleine, so wie jetzt. Habt ihr die Aufgaben verteilt? Also ich weiß zum Beispiel, Christina, ja, ist die Geschäftsführerin. Ja, ja. Was ist Lucy? Finanzministerium. Ihr Kontoverführung. Die Kontoverführung hat sie. Ja, Lucy ist Amerikanerin und seit wann in Deutschland, Lucy? Seit 72. Ihr alle miteinander habt zum Teil, ich muss es jetzt sagen, weil wir haben es eingangs gezeigt, sehr amerikanische Namen, weil ihr zum Teil mit Engländern, mit Amerikanern verheiratet seid. Lucy, du bist seit, man kann sagen, Kindesbeinen, wenn auch in Laiengruppen zum Teil, in Jazz, in der Folk Music, Country Music. Mhm. Was macht dir an dieser Gruppe so Spaß? Auch weil es vier Mädchen ist, der Satz macht mir Spaß und der Art von Entertainment, der Humor, was wir... Oh, jetzt gibst du mir ein Stichwort, Entertainment. Würdest du mal dem deutschen Publikum sagen, was ihr unter Entertainment in Amerika versteht? Weil man immer sagt, wir haben sowas nicht wie Entertainment. Es ist die Vielseitigkeit, dass man nicht nur dasteht und singt, so dass man ein bisschen redet, ein bisschen Spaß macht, ein bisschen tanzt. Wir nehmen uns sehr auf die Schippe. Gitta, nehmt ihr euch auf die Schippe? Ja, das kann man wohl sagen. Das sieht mir anders aus. Was sind das eigentlich für Kleider? Also jetzt sage ich vielleicht was ganz Freches, aber manchmal denke ich, sicher mit dem Publikum, mein Gott, sind die angezogen. Wir haben ein Faible für alte Kleider. Das sind alles Kleider aus den 40er. Ich denke das nicht heute, aber ich denke das, wenn ihr auf der Bühne seid. So mit drei Kakadus. Die sind noch schön. Die sind auch sehr alt. Mit dem Motto, bloß nicht mit Geschmack. Teure Geschmacklosigkeit. Ja. Maßgeschneidert meistens. Wie bringt ihr das fertig? Habt ihr oft Krach? Nein, eigentlich ganz, ganz selten. Ich meine, ab und zu, ja, es ist eigentlich wie bei einem Ehepaar. Ab und zu gibt es immer so Reibereien, aber... Es reibt schon mal, aber es ist kein Hass bei uns. Sind ja dann ziemlich schnell wieder aufgelöst. Das gehört und dazu, das ist produktiv, finde ich, und sehr wichtig auch in der Gruppe. Ich finde es herrlich, dass Linda am meisten Lampenfieber hat, weil die sonst die Ulknudel ist und alle immer unterhält und irgendwo eine Opernarie intoniert. Christina, wie bringt man es unter einen Hut, Mutter von zwei Kindern zu sein und dauernd unterwegs? Ja, ist und nicht Hausfrau? Ganz einfach. Nee, ist nicht ganz einfach, aber man muss sich das irgendwie einteilen, dann geht das schon. Habt ihr eure Männer erzogen? Ich habe einen sehr emanzipierten Ehemann. Das muss man, glaube ich, haben in dem Beruf. Ja, sicher. Ja. Wer macht eure Kostüme? Die Entwürfe machen wir zum Teil wir, ja. Also, aber ja, schneidern können wir nicht immer. Nicht immer alles. Und wer macht den, um jetzt wieder zur Musik zu kommen, den Satz?
Zusammen. Zusammen das eigentlich. Das entsteht meistens. Habt ihr irgendwas ganz Kurzes? Ich habe neulich mal gehört in irgendeiner Sendung, was ganz Kurzes, was ihr a cappella gesungen habt, also ohne Orchesterbegleitung, was ihr so vielleicht ganz kurz, um zu zeigen, dass ihr nicht Playback singt, dass ihr wirklich und wahrhaftig, das Mikrofon ist euer, vielleicht ganz zack, zack. Ja, für solche Fälle haben wir immer ein und dasselbe. Los. You've been calling on me every day, ever since my Bobby went away. You've been knocking on my front door, and I know just what you're looking for, but even though you really look so fine. Even though you really look so fine. Danke. Auch wenn ihr noch so nett und gut ausseht und singen könnt, wir müssen starten. Erste Runde, einfache Begriffe. Jeder malt. Was heißt leider, Christina? Du malst doch, alle malen eigentlich gut. Ach du Krise. Spiel ab. Sonne. Mensch. Munchkettle. Spiegelei. Spiegelei. Fertig. Das habt ihr in Amerika auch. Schiff. Es ist ein bisschen was anderes. Badewanne. Boot. Segelboot. Lucy. Schlange. Nessie. Kamel. Loch Ness, irgendwas. Nein, Schnecke. Das ist ein Mann. Und das wächst bei manchen raus, nicht Bizeps. Bei allen. Ein Bizeps. Ein Boot. Boot. Eine Badewanne war richtig, aber das Ganze gibt noch mehr. In der Badewanne... Schaum. Und was nennt man? Man nimmt ein... Schaumbad. Jetzt Obst. Obstschale. Obstschale. Was ganz anderes. Wo seid ihr? Kochtopf. Man kocht's. Es gibt's auch schon fast fertig. Eintopf. Nee, Eintopf ist es nicht. Da würden sich die Bayern dagegen verwehren. Knödel. Ja. Pferd, Hand, Das, Hund. Das Pferd ist nahe dran. Esel. Nein, nochmal. Zebra. Ja. Doch, du weißt es, wie das... Rucksack. Nein. Hose. Ja, was für eine Hose? Seppelhose. Nein. Lederhose. Sie hat sie etwas amerikanisch gemalt, weil sie sagt, sie weiß es nicht. Gell, Bermudas, lange Unterhose. Pumphose. Ja. Strich. Tulpe. Schön. Schön. Wie Akrobat. Nein, wie nennt man das? Er steht auf dem Handstand. Wie nennt man das eine? Nee, kein Handstand? Kopfstand. Ja. Beruhigend, dass ich auf diese Art und Weise eingestehen darf, dass ich vom Ringen nicht so viel Ahnung habe, wenn diese Herren von anderen Sportarten auch nicht so wahnsinnig viele haben. Ich darf jetzt nicht weiter, weil der Begriff kommt gleich. Schwerere Begriffe, ihr wisst, worum es geht. Redensart. Christina Malt, noch Geschäftsführerin, schwer. Spiel ab. Nichts. Preis. Finger, Fingernagel. Menschen, Frau. Zum Beispiel. Adam und Eva. Zwillinge? Doppelte Lottchen. Es war Adam und Eva, ja. Ein Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Draußen im Walde. Wie geht denn das Lied? Hänsel und Gretel. Nein, wie geht das Lied draußen im Walde? Kenne ich gar nicht. Ja. zwischen zwei Bäumen. Oh, zwischen. Moment mal. Wald ist richtig. Ich helfe jetzt genau wie vorher. Wald ist richtig. Auch das der Wort. Jäger im Wald. Nee, was tut der da? Da müsste man auch noch einen Zister setzen. Der Jäger ist Kurt-Pfalz. Nee. Der ist es auch nicht. Der kam bei den Kollegen auch vor. Wald. Und da steht ja was zwischen den Tannen so rum. Ein Männlein steht ja, im Walde. Kartoffel? Nein. Nein, es ist eine Redensart. Das haben Sie sich fast den Boden durch aus. Die Blumen reden. Ich sehe hier noch keine Blume. Nee. Haare nicht. Was ist das? Das ein müssen, Spiegel? Wie heißt das Sprichwort, die Redensart mit dem Haar? Nicht im Spiegel, sondern. Eine Suppe natürlich. Jawohl. Eine Suppe.
schon wieder. Herz. Herz. Liebe. Liebe. Liebe geht durch den Magen. Kartoffel wieder. Ei. Kartoffelei. Was ist es jetzt? Ich bin ein Kartoffelmensch. Es ist keine Kartoffel, es ist ein Ei. Ihr habt es gesagt, also muss ich es sagen. Ein Spiegelei. Nein, das ist es nicht. Ein ganz bestimmtes. Es ist eine Redensart. Das Ei des Kolumbus. Toll. Sehr gut. Sängerin so, mit Abitur. Meine Herren, jetzt dürfen Sie sich freuen. Jetzt kommt die Hürde bei den Damen. So, Fußball. Richtig. Sport. Ist es, was ist es? Es spielt im Fußball eine Rolle. Wer ist das? Der Breitner, oder? Ja! Ja. Wenn er je die Aufzeichnung sieht. Paul Helm, Tauker. Nein, das ist ein Lied und das ist eine das Oper ist ein eventuell. Glas. Oh mein. Sehr schön, sehr schön. Kommt in alten Märchen vor, kommt am in Bayreuth. Vor dem Tor. Ja. Und vielleicht reicht es noch eines. Menschen. Zwei Zwillinge. Und wie nennt man die? Einen ganz bestimmten Namen. Kessler-Zwillinge. Nein. Das doppelte Lottchen. Nein. Ja. Großartig. Ihr dürft Platz nehmen. Setzt euch hin. Christina, kommst du gleich wieder zu mir? Großartig geschlagen. Es geht jetzt ums Stechen und zwar zwischen den Erwachsenensiegern und den Kindersiegern. Beide kriegen den gleichen Begriff. Es geht um die Wurst und um die Zeit. Ganz schnell erraten. Spiel ab. Nur ein Begriff. Theater? Oper. Im weitesten Sinne ja. Operette. Carmen? Musical. Carmen. Denk doch mal, ich helfe. Hänsel und Gretel. Hänsel und Gretel. Ihr dürft sitzen bleiben. Stellt ihr euch hinter die Damen. Wer von euch zeichnet am besten? Inna, du? Also komm her. Ein einziger Begriff. Ruft's da raus, ganz laut. Die müssen euch Platz machen, ja? Ruft, was ihr könnt. Spiel ab, was ist das? Schnell mal, Inna. Dann Röschen. Das ist es nicht, aber ihr seid heiß. Hänsel und Gretel. Ja. Das heißt, ich gratuliere euch. Ich gratuliere euch. Kommt jetzt zu mir, ja. Das heißt, die Kinder sind einwandfrei Sieger. Was? Das da oben? Das da oben. Einen Moment mal. Ich möchte die Damen nämlich auch zu mir bitten und die Ringer genauso. Ich hoffe, dass ihr euch nicht streitet. Es geht da ganz große Streit los. Wir haben, zeigt mal ganz kurz hier, große Bilder für die Sieger. Dann haben wir die etwas kleineren. Und zwar ganz bezaubernde tschechische Emai-Bilder für die Zweiten und die kleinen Bildchen für die Dritten. Ihr seid die Sieger, einwandfrei, die Damen die Zweiten und die Herren Ringer an die kleinen Bilder. So, und jetzt kann der Kampf beginnen. Frag doch mal so ein ganz... Das da oben. Das ich. Ja, das ist doch nicht hier rum. Warte mal. Und jetzt dürft ihr es mal zeigen, damit unser Publikum auch sieht, was ihr euch geholt habt. Sag's nochmal. Miriam, jetzt hast du dir doch meins genommen. Ich hoffe, es gibt keinen Krach. Ihr dürft euch eure auch holen. Herzlichen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, liebe Zuschauer, bei den nächsten Montagsmalern. Und wenn ihr euch streitet, tauscht es einfach ein bisschen aus und der eine hängt es mal ins Wohnzimmer vom anderen. Ja? Welches hast du denn unbedingt gewollt? Das oder das? Ja, ihr werdet das schon noch schaffen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.